wird schlimmer gehasst als die Wii U. Frag mal warum. Frag dich mal warum. Also ich zum Beispiel, also ich hasse das Gerät nicht. Ich finde, wie gesagt, ich finde die Idee super mit diesem Handheld-mäßigen, dass du auch unterwegs spielen kannst und so ein Tralala für Leute, die halt unterwegs sind, finde ich ganz toll. Aber wo sind bitte die klassischen Spiele? Wo sind die Spiele so wie, ich sag mal, so ein F-Zero, Wave Race oder so die ganz klassischen, die die Fans erwarten von einer Nintendo-Konsole? Oder ein neues Super Mario Bros. Oder so. Wo sind die alle? Ne? Hallo Sven, willkommen zu Let's Play Live Show. Was, Nintendo ist, sorry, was? Ist, sorry, einfach nur noch ihre eigene Welt. Die Japaner müssen einfach mal, ja. Das stimmt. So, jetzt eier ich hier über den Planeten rum und ich finde hier nichts. Ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich da drüben mal lande, dass ich da mal, vielleicht ein bisschen Iridium farme, wenn ich hier was finde. Die Frage ist nur, finde ich hier was? Weil es sieht nicht so aus, ob ich Iridium irgendwo herbekomme. Weil dann fliegen wir lieber im anderen Sonnensystem und gucken, ob wir da einen grünen Planeten finden. Aber ich weiß ganz genau, dass ich keinen finden werde. So. Lalala. Lalala. Was, dein Arbeitszimmer stinkt nach Baker-Anwesen? Ja, super, klasse. Achso, übrigens, ich habe mich bei Gameware.at beschwert, ne? Ich find's zum Kotzen. Ist jetzt das fünfte Mal und ich werde da nie wieder was bestellen. Ist also für meiner Meinung nach, von mir, kriegt der Shop keine Empfehlung. Da kann ich auch, wie gesagt, da kann ich auch bei Grotte bestellen. Ist mir Latte. Na, also wie gesagt, weil das sehe ich nicht ein, dass ich hier Sachen ein bis zwei Tage nach Release kriege, dann brauche ich, dafür brauche ich nicht vorbestellen. Na, und das ist jetzt wie gesagt das vierte, fünfte Mal und deswegen werde ich da nie wieder was kaufen. Na. Ja, weil ich die Kerzen immer noch nicht habe und das sehe ich nicht ein. Na. Ich habe das jetzt zum letzten Mal versucht nochmal bei denen zu bestellen, habe gedacht, komm, probier's nochmal, weil sie ja gesagt haben, wir schicken da alle gleichzeitig los, bla bla bla, Sülz, Sülz, Sülz. Haben sie mich vertröstet, ne, kann nicht sein und so. Und mir geht ja dann immer um einen Tag eher zu bekommen, die Sachen. Ja, bei einem Spieleshop. Vielleicht gerne mal. Ja, vielleicht auch mal einen Tag eher. Aber wenigstens zum Release-Tag oder beziehungsweise halt zu dem Tag, wo das rauskommt. Weil, was bringt mir eine Vorbestellung, wenn ich es noch niemals am Release-Tag habe? Dann kann ich es auch im Laden kaufen gehen. Dafür brauche ich nicht vorbestellen. Na, und das war bisher bei jedem Spiel bei denen so gewesen, auch jetzt bei der Kerzen, mit den Kerzen ist es so, ne? Angeblich sollen die morgen kommen, beziehungsweise nächste Woche. Aber wie gesagt, naja gut. Wie dem auch sei, ich habe die auch angeschrieben, ich habe gesagt, dass das nicht sein kann. Na. Was? Aber da fehlt mir was. Aber da fällt mir was ein. Was? Make streaming flexi again. Yeah, yes, of course. Yes, yes, of course, my friend. So, ich werde jetzt mal hier landen bei den roten Bäumchen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier Iridium finde. So. Nintendo, was? Nintendo war und ist einfach eine Familienkonsole. Und wird sich kaum ändern. Ja, da hast du vollkommen recht. Da gebe ich dir recht. Das, das stimmt auch so, ne? Ich habe es das erste Mal bestellt. Ja, und du hast es sogar jetzt schon bekommen. Gestern oder vorgestern schon bekommen. Überleg dir das mal. So, und ich warte immer noch darauf. Und das ist so lächerlich. Und ich bin schon länger Kunden oder keine Ahnung. Und das ist, sehe ich nicht ein. Also, das können sie einem Doofen erzählen, ne? Schicken alle gleichzeitig los. Nein, definitiv nein. Kannst du nicht überall eine Basis bauen? Nein, man muss so eine bewohnbare Basis erstmal finden. So eine Station, wo du bauen kannst. Und dann, das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ich suche jetzt gerade Iridium. Damit ich hier wegfliegen kann. Aber auf diesem Planeten. Iridium fliegen? Vielleicht da hinten der rote Klotz da hinten. Vielleicht ist das Iridium. Mal gucken. Nimm mich mit, ich will weg hier! Nee, aber wie gesagt, das sehe ich nicht ein.
Weil es wäre genau dasselbe, ich würde bei GameStop, sag ich jetzt mal, ja, als Laden. Ich gehe in den Laden rein, bestelle mir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, sagen wir mal Red Dead Redemption 2. Ja, ist ja angekündigt für Herbst, sagen wir mal, es kommt im Oktober, sagen wir mal der 1. Oktober jetzt als Beispiel nur, ne? Nicht jetzt, dass einer jetzt irgendwie nach GameStop rennt und sagt, ey, der Flex hat gesagt, 1. Oktober. Nein, sagen wir mal als Beispiel 1. Oktober, Red Dead Redemption 2. Gehst da rein, sagst du, ja, ich würde gerne vorbestellen. Ja, sagt der Händler, alles klar, ja, hier 10 Euro Anzahlung, ja, alles klar, machst du. So, dann rennst du in den Laden. Na, gehst da rein, am 1. Oktober, sagst du, hier. Oder beziehungsweise gehst vielleicht sogar einen Tag eher, ne, um zu fragen, hey, gibt das schon raus? Ne, macht man ja ab und zu vielleicht mal so, um mal zu fragen. Da kann ja sein, dass manchmal Händler so einen Tag vorher rausgeben, ne? Dann sagt der Typ so zu dir, nee, morgen ist Release. Ja, dann sagst du, okay, alles klar, super. Dann gehst du am Release-Tag rein und der Händler sagt, nö, kannst du erst in 2 Wochen abholen. Ja, was ist denn das? Dann brauche ich nicht vorbestellen. Das ist totaler Käse. Na, so, was brauche ich denn jetzt nochmal? Ich bin total fertig. Ich brauche Iridium. Das ist Iridium. Na toll. Super. Und dann würde ich auch direkt zu dem, würde ich den ganzen Laden eintreten bei GameStop. Ne, wenn er zu mir sagen würde. Und wie sagen, rück bloß das Spiel raus oder gib mir meine 10 Euro wieder. Oder Kackladen betrete ich nie wieder. Eigentlich müsste ich schon im Bett sein, aber du hältst mich wach. Wieso das denn? Was? GameStop ist kacke, da arbeitet ein bestimmter Idiot. Oh ja. Ab und an kann man da mal was kaufen. Ich werde morgen nach GameStop rennen und werde sagen, Flex, ja, das Spiel am... Also beim ersten... Ja, kannst du sagen. Mal gucken. Gucken, was die zu dir sagen. Bin ich mal gespannt. Muss mich mal auf dem Laufenden halten. Bist du nächste Woche in meiner Gegend? Da kann ich da eine leihen. Nein, bin ich nicht. Nein. Ist auch egal. Wie gesagt, nein, das will ich nicht, weil das sehe ich nicht ein. Na. Es ist so lächerlich. Für mich ist der Shop gestorben. Da braucht mir keiner ankommen und mir irgendwie sagen, ja, das kann nicht sein. Andere bestellen auch da und haben wahrscheinlich dasselbe Problem wie du. Komisch. Von allen, die ich auf der Seite lese, haben die alle ihre Spiele mindestens einen Tag sogar eher. Nicht einer, der schreibt, ja, ich habe mein Spiel, beziehungsweise vielleicht irgendwie so einen Merchandise-Artikel, 2 Tage später bekommen. Es ist so lächerlich, ne? Ich riech mich nicht auf. Nee, wie gesagt, da kann ich auch bei Amazon oder bestellen. Oder bei GameStop oder sonst irgendwo. Oder bei, wie gesagt, bei Spielegrotte. Halt dem Händler eigentlich meines Vertrauens, wo ich weiß, ja, da kriege ich wenigstens das Spiel mindestens einen Tag eher. Na? Und, dann bestelle ich halt da wieder weiter in meine Spiele. Das habe ich kein Problem mit. Na? Und wie gesagt, das Spiel kommt ja eh am Dienstag. Ich muss sowieso nach GameStop von so an. Bis dahin werde ich hoffentlich die Kerzen haben. Ansonsten, ja, Resident Evil werde ich ja sowieso erst am Wochenende streamen. Wahrscheinlich nicht in der Woche. Wahrscheinlich den darauffolgenden Samstag. Und da habe ich jetzt schon schlimme Befürchtungen, dass ich von den ganzen netten Kollegen in der WhatsApp-Gruppe, die auch hier gerade im Chat sind, wahrscheinlich die das Spiel haben, wahrscheinlich mir dann berichten werden, wie toll das doch ist. Und wie viel Spaß das macht mit der VR-Brille. Vielleicht sollte ich, wenn ich bei GameStop bin, weil wo mein GameStop-Laden ist, ist nebenan auch eine Apotheke. Vielleicht sollte ich da so eine 30er-Packung Baldrian vielleicht nochmal, ja, beantragen. Oder eine Valium einschieben, wenn ich das spiele. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Toll, jetzt renne ich hier rum und ich finde kein Iridium. Das ist so... Was leuchtet da oben so komisch? Was ist das denn? Ach, gar nichts. Okay, ja gut. Hätte ja sein können. So, wo ist denn... Ich sage, No Man's Sky ist voll das perfekte Streamspiel. Man kann quatschen ohne Ende. Das ist ein Traum. Was? Schaut sich um und sieht niemanden, der irgendwas schreiben würde, was? Aber kommt mir das nur so vor oder war es früher auch so, dass die vorbestellten Spiele einen Tag eher kamen? Was kommt mir das nur so vor oder war es früher auch so, dass die Spiele vorbestellten Spiele einen Tag früher kamen? Boah, weiß ich gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß das nicht.
Also früher, wie das mit den Spielen war, weiß ich gar nicht. Habe ich ganz selten Spiele vorbestellt. Kann mich entsinnen, dass ich da im Laden gegangen bin, ganz normal. Bei mir war das ja so, ne? Bisschen jünger, da habe ich keine Spiele vorbestellt, da bin ich im Laden, habe sie gekauft. Ne, heutzutage geht ja alles über das Internet. Aber hier auf dem Planeten muss doch Iridium sein. Das ist doch nicht wahr. 1 bis 2 Tage, okay. Aber siehe jetzt, dass einige schon Resident Evil 7 bekommen haben. Ja, darum, wie gesagt, darum geht mir das gar nicht. Also mir geht das nicht um irgendwie, keine Ahnung, eine Woche vorher oder so zocken. Ob das jetzt einer 2 Wochen vorher hat oder eine Woche vorher, das juckt mich gar nicht. Aber ich sehe nicht ein, dass ich ein Spiel vorbestelle oder sonst irgendwas vorbestelle und kriege es noch nicht mal zum Release-Tag und kriege es vielleicht sogar 2 bis 3 Tage später. Was so ein Witz ist. Da, Iridium. Und wie gesagt, dafür bestelle ich, wie gesagt, nicht vor. Das sehe ich nicht ein. Ne? Und vor allem ist Gameware teurer wie Grotte. Was ich so gesehen habe. Ne? Naja, wie dem auch sei. So. Mal einen Schluck Apfelschorle. Ja, ist klar. Feindlicher Scan entdeckt. Wie lange brauche ich denn noch bis dahin? 25 Sekunden. Ich werde jetzt angegriffen. Hundertprozentig. Übrigens, No Man's Sky werden wir morgen auch spielen ein bisschen. Ernsthaft? Wo sind sie denn? Aha, das war's, ihr Luschen. So, ciao. So, weiter geht's. Ich habe mir viele Spiele vorbestellt. Da ging es ja eher darum, dass du am Tag des Releases Spiel sicher bekommst, auch wenn es ausverkauft ist. Ja. Also ich kann mich damals entsinnen, Nintendo 64 Zeit oder so, oder... Habe ich keine Spiele vorgestellt, die habe ich alle im Laden gekauft. Ich komme noch aus einer Zeit, wo ich in den Laden gelaufen bin. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, also bei mir war es noch so gewesen, ich ging noch in den Laden rein, wo der Supermarktverkäufer oder beziehungsweise der Elektronikmarktverkäufer mich gefragt hat. Ausweis! Oder dann so ein Ego-Shooter in der Hand hattest und sagst so. Und er so. Mittlerweile ist das ja auch egal. Kontrolliert doch eh keiner irgendwie. Also zumindest bei einigen Läden nicht. So, hier ist Iridium. Das sehe ich doch. Oder da. Was bei Gameware ist der Versand kostenlos, weil man in jedem Artikel den Versand bezahlt, statt Spielegrottin nur einmal für alle der Artikel. Ja, ganz ehrlich, aber ist mir Latte. Ist mir Latte. Der Laden ist für mich gestorben. Was? Da gab es noch kein DHL, wo wir auf was? Aufgewacht waren. Okay. So viel älter, Alter. So viel älter bist du jetzt auch nicht wie ich. Was? Kann gar nicht sein. Ich bin auch noch in den Laden gegangen. Ja, aber ich habe meine Nintendo 64 Spiele mit, sag ich mal, mit 12 nicht im Internet bestellt. Oder vorbestellt. Oder meine Eltern. Als Beispiel. Also zumindest bei mir war das so. Bei mir zu meiner Zeit gab es doch noch gar kein Internet. Zu dem Zeitpunkt. Oder? Ja, vielleicht waren das die Anfänge von Internet. Da gab es vielleicht die 56K-Modem. Wo dich, boah, kennst du das noch, wo dich so eingewählt hast, so bei AOL und wie sie alle hießen und dann so und dann stand da immer, wie lange noch online sein durftest. Da wurde das noch in Minuten abgerechnet, Alter, das war noch Zeit, oh Gott. Und wenn nur einer telefonieren wollte, kamst du nicht ins Internet. Boah, furchtbar. Furchtbar diese Zeit, aber Alter, das war so schrecklich. Es war so fürchterlich.
So, jetzt Antimaterie. Jetzt können wir noch eine Warp-Zelle herstellen. Jetzt können wir nochmal... Können wir zwei herstellen? Ich schau mal eben. Suspensionsflüssigkeit. Machen wir nochmal. Warte. Machen wir noch eine. Mal, das müsste schneller gehen mit dem Menü. Das ist noch so... Ich bin früher 16 km mit dem, was? Mit dem Fahrrad hin und 16... Achso, Kilometer. Achso, mit dem Fahrrad hin und 16 Kilometer zurückgefahren, um mir ein Spiel auszuleihen für einen Tag. Ja, Videotheken. Videotheken... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, Videotheken sterben aus. Also, Videotheken, seit es hier Video on Demand gibt, sterben Videotheken aus. Finde ich schade. Weil ich finde Videotheken total urig. Gut, vielleicht, wenn du dir ein Porno oder so ausleihst, ich glaube dann nicht, weil du möchtest nicht irgendwie wissen, wo die Porno-DVD vorher war. Naja, aber wie dem auch sei, ja, die sterben leider aus. So, oh ja, an diesen, was, an diesen Modems erinnere ich mich auch noch. Oh, fürchterlich, fürchterlich diese Zeit, fürchterlich. Kohlenstoff auch mal, warte mal eben, steig mal eben nochmal aus. Videotheken, voll geil, ja. Vor allem das Geile ist, du bist immer am Wochenende hingefahren. Und hast dir dann, keine Ahnung, ein Spiel ausgeliehen. Wolltest du dann nur bis Samstag oder bis Sonntag? Hast aber trotzdem immer noch einen Tag länger behalten. Immer noch einen Tag länger und so. Und ja, das war so voll geil, um es anzutesten. Das war die beste Möglichkeit, um auch Spiele anzutesten. So, was brauchen wir denn? Oh, wir brauchen Zink, ne? Oh. Zink brauchen wir und Plutonium. Oh Gott. Du hast dir Pornofilme ausgeliehen? Na klar. Früher gab es keinen, wie sie alle heißen, die Internetseiten, die ich jetzt selber nicht kenne. Jusau und so. So. Was war das? Zink brauchen wir, ne? Und dann nicht gerade wenig. Tamium können wir auch gut brauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber alleine das war die beste... Was? Oder bist du zur Videothek gefahren, wolltest ein Spiel haben und immer genau das Spiel war nicht da. Ja, genau. Bist hingefahren, wolltest das neueste Spiel haben. Du wusstest ganz genau, fährst mit der Eltern oder keine Ahnung. Und wolltest hier, ne, du bist in die Spieleabteilung gegangen. Eltern sind in die Filmeabteilung gegangen. Boah, das war immer so geil. Und dann hast du mal geguckt, hast du mal ein bisschen mal hingerannt. Ah, und war immer, ah, oh, da waren weg. Und dann hast du mal drauf gehofft, bist zu dem Typen gerannt, in der Videothek vorne an der Theke, hast gefragt, ist das Spiel da? Alle vergriffen, leider, übers Wochenende. Mann, hast du immer, du musstest immer so ein Kackspiel mitnehmen, was du eigentlich gar nicht wolltest, aber trotzdem irgendwie Spaß hattest damit. Und das Geile war bei Videotheken, ob man es glaubt oder nicht, das Geile war gewesen, du hast jedes Wochenende immer dieselben Affen da gesehen. Jedes Mal dieselben. Immer so einen Kaugummi-kauenden Typen, der irgendwie an der Action-Theke stand. Immer. Immer. Ne? Dann so ein qualmender Typ, ja? Der war auch immer da. Das waren immer die gleichen. Immer. So. Ah, das war, oh, das waren so Zeiten. Mann. Weiß ich, Pornofilme auslegen kennt? Was? Kennt auch die, was? Einschlägigen Internetseiten? Was? Nein, niemals. Ja, hast du ein anderes Spiel mitgenommen? Genau, ja. So, Plutonium brauchen wir auch. Jetzt frage ich mich gerade, kriegen wir auf diesem Kackplaneten auch Zink? Da ist irgendwie so ein Monolith. Monolith. Werde ich aber nicht mitnehmen, weil wir nicht brauchen. So. Achso, und dann gab es ja noch damals, oh, am PC hast du dir PC-Spiele ausgeliehen. Und war ja kein Hehl drum. Wir haben früher auch PC gehabt und alles, halala. Und hast die neuesten PC-Spiele immer ausgeliehen und hast es immer gebrannt auf Disk. Hast du mal versucht zu kopieren, Raub zu kopieren? Hast du ja mal die Exe-Datei aus dem Internet runtergeladen. Da gab es ja mal die Internetseite, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile immer noch gibt. Ich bin da so raus aus dem Thema. Und hast du dir mal die Exe-Datei immer kopiert. Oder beziehungsweise hast du die gecrackte Excel-Datei aus dem Internet geladen, hast die ersetzt und dann ging das Spiel. Ohne Disk lief das dann. Voll geil. Und die Dateien zum Installieren hast du auf einen leeren Rohling gebrannt. Boah, das waren Zeiten. Hast du so eine ganze Mappe voller Spiele gehabt, hast du die nur ausgeliehen, ey. Puh. Oh mein Gott. Das war eine schöne Zeit. Aber auch irgendwann... Früher! Früher war alles besser! Nee, aber da erinnere ich mich immer wieder gerne zurück. Also, es war echt schön.
Games Copy World. Ja, Games Copy World, ja, genau. Oh, wie ist denn die andere Seite nochmal? Ich komme nicht drauf. Da gab es auch noch so eine andere Seite noch. Aua. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber Games Copy World kenne ich auch noch, ja. Und erst der, was, Geruch von den alten Videotheken an der Ecke. Und nicht sowas wie, was, World of Video und so neumodisch. Nee, genau. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch echt, also Videotheken sterben. Da oben Sink. Ich glaube auch Videotheken sterben aus. Also da ist, glaube ich, nicht mehr viel. Weil wer geht auch schon in die Videothek, wenn er, ich sag mal da, wie gesagt, Amazon Video und Netflix, wie sie alle heißen, da bequem von zu Hause per Knopfdruck, ne? Paar Euros. Also, ne, wer geht da schon in die Videothek, leiht sich die DVD aus? Ne? Oh Mann. Das waren noch Zeiten. Wow, 30 Zink, nur nicht so viel. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch irgendwo anders? Oh, Plutonium. Kriegen wir noch woanders Zink her? Boah, ich mag das voll, so zu quatschen, ey, bei Nomis. Das ist so geil, das macht so viel Spaß. Also bei uns gibt's, also bei uns weiß ich wohl, gibt's noch eine Videothek. Ich weiß nicht, ob noch die große existiert, das weiß ich nicht. Die in Gelsenkirchen, das weiß ich nicht. Da gab es mal eine ganz große, da sind wir eigentlich mal jedes Wochenende hingefahren. Also fast jedes Wochenende. Aber auch nicht mehr 24/7. Nee, auch schon lange nicht mehr. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, schon lange nicht mehr die Videotheken. Na? Also in Bochum kenne ich noch 3 Videotheken. Ja, wie gesagt, aber nur noch vereinzelt. Also nicht mehr so. Früher waren die ja echt. Also mindestens 5 Stück in jeder Stadt gab es früher, wie das so in Mode kam. Locker. Ne? Also es war. Mein Gott, und was du dich gefreut hast, immer wieder dahin zu fahren. Mein Gott, wie so ein kleines Kind. Oh, guck mal. Können wir direkt mal speichern. Und so ein Rucksackpack mitnehmen. Vorsicht, hier ist wieder so eine schlagende Fleischpeitsche. So, erstmal speichern. Warte. So. Hallo? Ja, an jeder Straßenecke. Ja, so könnte man es eigentlich behaupten. Ja, so könnte man eigentlich nennen. An jeder Straßenecke. Quasi. So. Und hier kriegen wir noch ein Teilchen. Ja, war fast wie Weihnachten. Ja, quasi. Kann man so sagen. So, wie viele Plätze haben wir denn jetzt eigentlich? 47! Alter! So. Wo finden wir denn noch Zink, Mädels? Jungs und Mädels. Da ist noch Tamium, nehme ich noch mit. Können wir denn. Schauen wir eben. Können wir denn. Oh! Antimaterie kann man bauen. Zink hätten wir. Elektrodampf bräuchten wir noch. Haben wir noch genug für Elektrodampf? Warte mal. Suspensionsflüssigkeit. Elektrodampf. Und. Antimaterie. Und. Tamium. Ich hab's irgendwie gedacht. Aber wir sind eh auf dem Weg nach Tamium. So. 20.000 Einwohner und 7 Bibliotheken und 30 Kneipen. Ja. Kneipen auch. Sind auch so rar geworden. Die ganzen Kneipengänger sind auch so eine Randgruppe geworden, glaube ich, so langsam. Ist auch nicht mehr so wie früher. Seitdem es das Rauchverbot ist und so. Na. Vor allem, wenn das Spiel da war, was du haben wolltest. Ja, genau. Oder wenn du dann bei dem Typen gerade warst, warst gerade am Nachfragen. Und da hat gerade einer. Und da kam gerade einer durch die Tür rein. Ne, bist von dem Typen vorne von der Theke wieder abgehauen, hast wieder geguckt, so nach andere Spiele, so, vielleicht nehme ich das doch mit, weiß nicht, könnte mir nicht gefallen, egal, probiere ich trotzdem. Und dann siehst du einen im Augenwinkel, ne, so quasi so hier so, da war der Eingang. Da kam einer durch die Tür, hat so ein Bündel CDs, DVDs so unterm Arm gehabt und du wüsstest ganz genau, da musst du fragen an der Theke. Und der Typ war gerade, ne, ja, hier will ich abgeben, bla bla bla, ne. Und der war gerade dabei, wieder sich umzudrehen und zur Tür zu wandern, der Typ, der es abgegeben hat. Du warst der Erste, der an der Theke stand, hast gefragt, ist das Spiel jetzt abgegeben worden, was ich haben will? Und der Typ so, nein. 200 Puls. Boah, das war echt wie Weihnachten. Das war so, puh. Du hast echt gedacht, ja,
Da muss es bei sein. Da ist es bei. Da ist es bei. Aber es war es nicht. Dann musstest du die irgendwie so, keine Ahnung, Fahrradfahrsimulator 17, Fahrradfahrsimulator 2010 ausleihen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und hast dann irgendeinen Kack gespielt. Ja, manchmal waren da auch zwischendurch doch gute Spiele dabei, obwohl du eigentlich die gar nicht wolltest. Aber, ne, ja. Die Not macht ja erfinderisch, sagt man, ne? So. Ach ja, das war noch Zeiten. Wahnsinn. Boah, mein Gott. So, Freunde. Ich brauch Zink. Da! Ich hab's gesehen. Ich hoffe, ihr auch. Im Augenwinkel. So wie gerade der Typ, der an der Tür stand. Da ist Zink. Da ist Zink. Das werden wir uns holen. Und dann gehen wir zurück zum Schiff. Ich glaube, dann reicht das, glaube ich, auch. Und wir brauchen noch Thermium, ne? Thermium. Ich hatte letztens einen Planeten. Ich weiß gar nicht. War das jetzt letzten Samstag, nee, letzten Sonntag gewesen, wo wir so viel Thermium gefunden haben auf den einen Planeten? Was leuchtet denn hier so rot? Was ist das denn? Nur mal gucken. Warte mal. Ach, gar nichts. Okay. Ja, gut. Das, So, ich glaube, das letzte Spiel, was ich mir ausgeliehen habe, war für die Wii. Red Steel. Red Steel. Yo, war das nicht das mit dem, wo du da so ein Schwert hattest und so? Das kenne ich auch noch. Das hatte ich, ach so, wir brauchen... Nee, warte mal, was brauchen wir denn? Ach, Thermium brauchen wir nur noch. Ich gehe mal zum Schiffchen. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein bisschen Thermium. Ja, Red Steel. Das war doch dieses, du hast eine Knarre gehabt und ein Schwert, glaube ich, oder irgendwie so war, ne? So ein Ego-Shooter-mäßig, ne? Ja, genau. Ja. Das habe ich auch gespielt. Es gab so schon geile Spiele auf der Wii. Also die Ideen waren schon cool. Ne? So. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir... Also mein letzter Titel aus der Zeit der Videothek, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon zu lange her. Ich glaube, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran entsinnen. Also da ist Hopfen und Malz bei mir verloren. Ich sowieso mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Aber an einige Sachen kann ich mich noch entsinnen. So wie die Aktion mit den Videotheken. So. Was, da kennst du bestimmt noch Defender of the Crown. Boah, Defender of the Crown. Boah, der Titel sagt mir was. Der Titel sagt mir was. Ich kann den nur gerade nicht zuordnen. Was ich ja damals auf der Wii gefeiert habe, das war dieses Wario. Wario Smooth Moves. Das war so geil. So ein Spiel wird es auch nur einmal geben, glaube ich. Mit diesen 3-Sekunden-Minispielen immer. Das war so geil gemacht. Wo du so 3 Sekunden Zeit hast. Das Spiel hat dir nichts erklärt. Du wurdest einfach ins Spiel reingeworfen und hast 3 Sekunden Zeit, irgendein Minispiel zu lösen. Es war irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hast du gemacht und fertig. Bumm, direkt nächstes Spiel. So geil, das würde ich so gerne nochmal spielen.